Für den nächsten Vortrag darf ich Ihnen Clemens Meyer anmoderieren. Und das Thema des Vortrags ist Maker Pro, abseits von YouTube und Kickstarter, also professioneller Maker, eben ohne YouTube oder Kickstarter. Viel Spaß! Danke. Ja, also wie bereits erwähnt, mein Name ist Clemens Meyer. Ich bin seit jetzt Mitte 2017, wenn man es ganz genau nimmt, professioneller Maker oder ich lebe quasi davon. Und beim Vortrag geht es eben um Maker Pro zu werden, also nicht unbedingt ohne, aber einfach abseits von YouTube und Kickstarter. Wer kennt alle irgendwelche Leute, die professionelle Maker sind? Hände? Ja? Okay. Kennt jemand, der professioneller Maker ist und kein YouTuber ist? Ich sehe nicht mal eine Hand. Kennt jemanden, der Profi-Maker ist und kein Startup gegründet hat? Ja, ebenso. Die Sache ist, in der Öffentlichkeit sieht man im Grunde nur zwei Sachen. Die einen Leute, die irgendwas Cooles erfunden haben, daraus ein Produkt machen, Firma gründen, Startup-Ding, irgendwie Investment kassieren, Kickstarter vielleicht machen und das dann auf den Markt bringen. Das sind die einen. Und die anderen sind diejenigen, die das, was sie machen, in der Öffentlichkeit tun. Und in der Regel ist das YouTube ist halt der Hauptkanal dafür, wo man sich das Ganze anschauen kann. Die Leute werden halt irgendwann Profis, wenn sie genug Leute erreichen, wenn sie Sponsoren bekommen und damit ein Einkommen aufbauen, von dem sie hoffentlich dann auch mal leben können. Was einem bewusst sein muss, ich kenne einige Leute, die eben davon leben, dass sie YouTuber sind. Das ist eine ziemlich, ich möchte nicht sagen brotlose Kunst, aber so wie Künstler in früheren Zeiten leben auch YouTuber teilweise an oder unter der Armutsgrenze. Und es muss einem bewusst sein, dass man sein Haus quasi damit auf geborgtem Land baut. Und es kann jederzeit sein, dass sich erstens die Spielregeln ändern oder zweitens es keine mehr gibt, an die man sich halten kann. Ihr könnt euch ruhig hinsetzen, wir haben genug Platz für alle da. Auf jeden Fall ist es eine sehr risikoreiche Geschichte, die die Leute machen. Ebenso, wenn man aus seiner Idee ein Produkt macht und dann aus diesem Produkt eine Firma gründet und sich damit selbstständig machen muss, geht man ein gewisses Risiko ein. Es ist nicht immer leicht, das hat auch niemand behauptet, dass es leicht wäre. Es ist ein Haufen Arbeit, aber es ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Das muss einem bewusst sein. Und das sind die zwei Arten, wie Maker, professionelle Maker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Was anderes sieht man im Grunde nicht. Und es liegt unter einem an dem Grund, dass eben die breite Öffentlichkeit genau diese zwei Sachen von Medien serviert bekommt, weil sie eben in Medien auch präsent sind. Und die andere Sache ist, dass diejenigen, die trotzdem Maker Pro sind, also das, was sie als Maker machen, professionell und für Geld und davon leben, dass das nicht unbedingt immer mit Öffentlichkeit zu tun hat, sondern teilweise auch innerhalb der Community oder sehr, sehr stark mit Dienstleistungen zu tun hat, die ein Otto Normalverbraucher überhaupt nicht kennt, also auf die er nie gekommen wäre. Im Grunde zur Erläuterung fangen wir an mit dem, was ich mache. Ich habe einen YouTube-Kanal und ich bin Maker Pro. Ich habe 1100 irgendwas Abonnenten. Ich habe verdient an Werbeeinnahmen über YouTube 7 Cent in 4 Jahren, ja, damit man sich das mal vor Augen führt. Und Google will sie mir nicht auszahlen, solange ich nicht die 10 Cent erreicht habe. Ist so. Ich mache aber trotzdem YouTube-Videos als Maker und verdiene damit genug Geld, um davon leben zu können, aber nicht, indem ich mich abhängig von YouTube mache, sondern indem ich Videos produziere für einen Kunden, der hochqualitative Videos haben möchte, so wie er sie haben möchte, für andere Kanäle, bei denen er nicht von der Willkür irgendwelcher Dritten abhängig ist, sondern die er benutzt für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich Leute dazu zu bringen, Dinge zu bauen, selber Maker zu werden und dabei Produkte an den Mann zu bringen, die er dafür braucht. In meinem Fall ist mein Sponsor Element 14, vorher war es einmal Konrad und so weiter. Es gibt halt viele Firmen, die gerne guten Content haben möchten und dafür bereit sind, Geld zu zahlen, weil es ein Haufen Arbeit ist. Man darf nicht glauben, dass man damit jetzt reich wird. Irgendwer gibt mir 1 Million Euro dafür, dass ich ein lustiges Video drehe. So funktioniert es nicht. Es ist öfters mit Jahren vorher an Arbeit verbunden, überhaupt erstens die Erfahrung zu haben und zu wissen, was man tut, damit man solche Videos produzieren kann. Und die andere Sache, damit man überhaupt rankommt und die Leute davon überzeugt, dass man für sie Videos produzieren kann. Die Tätigkeit, die das Ganze macht, und das ist im Grunde das, auf das ich dann eine Firma angemeldet habe, um das Ganze legal zu tun, nennt sich Werbeagentur. Man kann Maker Pro sein, nicht indem man jetzt ein YouTuber ist, sondern indem man im Grunde Werbung macht.
Und zwar nicht Schleichwerbung, wie es öfters auch auf Instagram herumbrennt. Zufälligerweise habe ich den Staubsauger von der Firma sowieso und der gefällt mir unglaublich gut. Nächste Woche ist ein anderer, weil der halt diesmal was gezahlt hat. Nicht auf die Art, sondern wirklich, wir sind die Firma XY, das ist unser Produkt, so funktioniert das, so wendet man es an. Hier ist ein ultra cooles Projekt, das ihr damit machen könnt. Hier sind die ganzen Daten, hier sind die Teile zum 3D-Drucken, hier sind die, ist der Code, den ihr braucht, hier ist die Anleitung. So könnt ihr es machen, werkt damit, macht es was. Derjenige, der es anschaut, bekommt Wert, weil er einfach Hilfestellung dabei bekommt, Ideen und so weiter und einfach die Mittel, um ein Projekt selber leichter umzusetzen. Im Gegenzug bekommt derjenige, der das Ganze finanziert hat, Werbung und möglicherweise einen neuen Kunden, der bei ihm die Sachen einkauft. Es geht dabei immer um Werte vermitteln. Die Sache ist nämlich gerade, dass im Bereich Maker Sachen wie, das ist ja nur Werbung oder Schleichwerbung oder er sagt ja nur, das ist gut, weil er für die arbeitet, ganz, ganz schlecht ankommt. Deswegen sind diejenigen, die gut in dem Geschäft sind, auch so weit, dass sie sagen, du kannst es machen mit was du willst. Hier ist unser Zeug, probier es mal damit aus und wenn es gut ist, wenn du findest, dass es gut funktioniert, verwende es bitte in einem von deinen Projekten. Es wäre toll, wenn du den Leuten nicht sagen würdest, wo es herkommt. Und so funktioniert es auch. Das, was der Maker in dem Fall macht, ist eine Werbeagentur und das ist auch ganz klar und transparent dargestellt. Jetzt gibt es in dem Bereich aber so Sachen, wenn ich ein Sponsoring haben möchte, wenn ich sage, ich bin jetzt ein leidenschaftlicher Maker, ich habe tolle Projekte, vor allem da geht es vor allem darum, dass man jemand ist, der viele Projekte hat. Ich habe ein Projekt, an dem arbeite ich 3 Jahre lang, bis es perfekt ist, das ist mehr der Weg Richtung eigene Firma, dass wir das Produkt auf den Markt bringen. Der sollte auch diesen Weg gehen, weil wenn ich ein Projekt habe, an dem ich 3 Jahre echt hart arbeite und das so weit bringt, dass es produzierbar ist, dann sollte man das auch zu Ende bringen. Weil wenn es 3 Jahre geklappt hat, dass man den Fortschritt hat, zu einem vernünftigen Produkt zu kommen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dieses Ding auch wirklich gut ist. In der Regel halten schlechte Ideen selten länger als 1-2 Jahre durch. Das muss man einfach sagen. Man kommt dann an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und dann muss man sich entscheiden, was man damit macht. Viele von diesen Sachen werden einfach ins Internet gestellt, damit andere Leute was davon haben. Andere holen sich einen Haufen Fördergelder und versenken das dann irgendwo. Ist auch eine Variante, finde ich, aber ist kein Maker Pro. Wenn ich eine Idee habe, die so gut ist, dass ich daraus ein Projekt machen kann, das andere interessant finden, und wenn ich vor allem jemand bin, der viele Ideen hat und es immer und immer wieder macht, dann ist vielleicht die Sache, dass ich viel Content damit mache, also Inhalte herstelle, dann könnte ich ein YouTuber sein, aber ich kann auch den anderen Weg gehen. Und der dritte Weg, der dabei offen steht, ist, es gibt viele Leute, die sehr, sehr viele Ideen haben, sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Die sind zum Beispiel genial gute Programmierer. Aber sobald das Kameralicht quasi angeht, geht nichts mehr. Oder es gibt auch Leute, die einfach sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen oder einfach sich nicht selbstsicher dabei fühlen oder einfach unwohl. Und die wollen das nicht. Es gibt Leute, die dafür sorgen, dass andere Leute quasi das Feedback bekommen, das sie von der Community gerne brauchen. Für Menschen, die sich nicht trauen, vor anderen Leuten jetzt zum Beispiel hier auf einer Bühne zu stehen oder ihr Projekt auf der Maker Faire zu präsentieren. Man kann Maker Pro sein, indem man quasi Journalist ist in diesem Bereich. Also ich nenne es jetzt Journalist, das ist nicht echter Journalismus, aber es ist was Ähnliches. Menschen, die tolle Projekte aus der Community zusammensammeln, die Informationen darüber zusammenfinden, Meinungen einholen, das den Leuten vorstellen, zum Beispiel indem man ein Webmagazin macht, einen Blog oder, was ich auch schon öfter gesehen habe, dass man einen Sammelstand auf Maker Faires macht, wo man zum Beispiel 4-5 Projekte aus seinem Umfeld von Leuten, die man kennt und so weiter präsentiert und das einer breiten Öffentlichkeit vorstellt. Hier ist ein Geschäftsmodell dahinter, nicht, dass man jetzt einfach, ich bin zwar grundlegend der nette Kerl, der jetzt einfach Leuten eine Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, sondern auch, dass es sehr oft ist, dass diese Projekte Potenzial für Produkte haben und Firmen interessiert daran wären, das zu vertreiben. Und da gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben, quasi Ideen und Prototypen an Firmen zu bringen, die möglicherweise das umsetzen wollen und demjenigen einen Job als Entwickler geben, wodurch er sein Maker sein in einen Entwicklerjob professionalisieren wird. Also man muss nicht unbedingt selbstständig sein, um Maker Pro zu sein, man kann das auch angestellterweise machen. Beispiel aus der Praxis, ich habe mitgemacht bei Industry Meets Makers, das ist eine Initiative in Österreich, bei der es darum geht, die Industrie, Maker, Startups und so weiter zusammen zu vernetzen, um neue Projekte auf den Weg zu bringen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, ich habe ein Jahr dabei mitgemacht und habe im Jahr darauf 8 Stellenangebote gehabt aus der Industrie. Ich habe dann eins genommen von einem 3D-Druck-Filamenthersteller und bin jetzt dort in der Entwicklung quasi nebenberuflich, mache das dazu und die haben mich angestellt als Maker. Ich kann im Grunde dort so ziemlich machen, was ich will, aber ich habe ein paar Projekte, wo ich sage, hey, ich habe diese Idee und sage, ja, mach das, verfolg das und wir schauen, ob was draus wird.
So funktioniert es dann auch. Das heißt, wenn ich Maker Pro sein will und das Risiko der Selbstständigkeit nicht auf mich nehmen kann oder will, gibt es eine Möglichkeit, das auch zu tun, indem man angestellt ist. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch eine Idee hat, wo er meint, hey, das ist für Firma XY was, das passt irgendwo in deren Produkt, versucht es wirklich auf die Leute zuzugehen und ihnen das vorzustellen und zu zeigen. Ideal ist, wenn man das natürlich gut vorbereitet, indem man halt Erklärvideos hat und Broschüren und das ganze Zeug, damit man das möglichst gut an den Mann bringt und sagt, das wäre ein Produkt für euch und ich kann euch das geben. Ich bringe euch einen neuen Wert in die Firma, den ihr nicht habt. Und das hat bei einigen Leuten schon zu Jobs geführt. Und in diesem Ganzen ist da quasi der Maker-Journalist drin, der ein Geschäftsmodell daraus gemacht hat, die richtigen Firmen mit den richtigen Leuten zusammenzubringen. Und davon lebt. Und da geht es halt, das sind halt wirklich Leute, die herumrennen, gute Ideen sammeln, die mit den richtigen Leuten verknüpfen, möglicherweise vielleicht mehrere Ideen kombinieren und dann an den richtigen Teil in der Industrie weitergeben. Und so kann man sich auch professionalisieren. Also es gibt klassisch YouTube Kickstarter und so weitere Firmengründer, die halt eine gute Idee hatten. Es gibt Leute, die Dienstleistungen machen, eben indem sie die richtigen Leute zusammenbringen. Und dann gibt es noch Leute, die im Grunde nichts anderes machen als Hilfestellung und Bildung. Also das ist das nächste, Kurse, Workshops, Fortbildungen, vor allem im Bereich von Privatschulen wird das sehr gerne angenommen, aber eben auch Erwachsenenbildung funktioniert ganz gut. Ich mache zum Beispiel selber auch 3D-Druckkurse, also ich mache das immer zusammen mit der Österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck. Da kann man im Grunde Kurse buchen von 2 Personen oder so, oder auch Einzelcoachings, wenn man will, halt je weniger Personen, desto teurer ist natürlich tendenziell, bis zu Großgruppen, und zwar von Schüler, erste Erfahrungen mit 3D-Druck, erstes Berühren quasi, Kennenlernen der ganzen Technologie, Hardcore-Einsteiger-Seminare von, ich will mir jetzt haben mir einen 3D-Drucker getauft, ein Wochenende Hardcore-Intensivschulung und dann kenne ich mich echt aus. Sowas gibt es, oder was auch immer beliebter wird, ist vor allem für die Industrie, spezielle Seminare zu bestimmten Themen. Und zum Beispiel habe ich einmal eins gemacht für Architekten, wo es speziell darum gegangen ist, Entwürfe, die man eben als Pläne hat, in 3D-Druckmodelle umzusetzen, die man dann für Präsentationen verwendet, dass man das selber machen kann in ordentlicher Qualität. Oder für Designer, wir haben da eine Designerin gehabt von irgendeiner Porzellanmanufaktur, was glaube ich, und die hat im Grunde dabei 3D-Druck angewendet, um ihre Entwürfe quasi schon mal vorher plastisch entstehen zu lassen, um zu sehen, wie das auch im dreidimensionalen Raum wirkt. Und dann nachher ihre Plastik angepasst hat an das. Also eine neue Möglichkeit gefunden hat, ihr Angebot ihrem Kunden zu präsentieren, bevor sie sich die Wahnsinnsarbeit damit antut. Weil die arbeiten zeitweise wirklich ein halbes Jahr an einem Stück von Porzellanfigur, und wenn dann der Kunde das nicht kauft oder nicht gut findet, dann war die ganze Arbeit für die Katzen. Auf die Art kann sie das umgehen. Und hat sich herauskristallisiert, man redet immer von Kursen, die haben immer ein bestimmtes Thema dabei, und innerhalb dieser kleinen Themen und innerhalb von dieser Zuhörer und dieser Vortragende haben bestimmte Eigenschaften, die relativ weit auseinander sind. Also es funktioniert zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen einem Maker, der was als Hobby macht, und einer großen industriellen Firma, relativ schwierig. Und man muss das wirklich finden. Und Erfahrung hat es gezeigt, also wir haben das eben zigfach gemacht im Rahmen von Industry Meets Makers. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe das damals mit der Magna gemacht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einen sehr, sehr engagierten Betreuer innerhalb der Magna gehabt habe, der da voll dahinter war. Aber es ist tatsächlich so, selbst wenn man sehr, sehr engagiert dabei ist, verschwendet man 95% der Zeit von dem Projektzeitraum, einmal das Ganze wirklich auf Schiene zu bringen, damit es wirklich läuft, damit alle wissen, was, wie, wo, wann. Und dass da jetzt wirklich effektiv dran gearbeitet wird, das verschlingt unpackbar viel Zeit. Und dann muss man schauen, wie man dann weitermacht und dass es weitergeht. Und wenn man diesen Zeitraum nicht ideal rüberbringt, dann zerfällt das Ganze. Und da habe ich zum Beispiel dann wieder ein Modell draus gemacht und habe ein Seminar entwickelt, oder besser gesagt ein Workshop, bei dem sich eben die ganzen Partner, die daran beteiligt sind, also zum Beispiel angenommen, es ist ein Maker und ein Industriebetrieb, mit den Vertretern, mit einem Kursleiter in einen Raum setzen, und einen Nachmittag wird ich nenne das den Collaboration Codex, quasi ein Dokument erarbeitet, das alles festlegt, was irgendwie fraglich dabei ist. Da wird alles überprüft, was wir gesagt haben, es werden alle Karten am Tisch gelegt, und es wird ein Konzept erarbeitet, mit dem man arbeiten kann und quasi die ersten Schritte auch festgelegt, sodass die sofort loslegen können. Damit quasi noch am Wochenende
die ganze Geschichte läuft und man richtig mit der Arbeit losstarten kann, damit man diesen Zeitraum ausnutzt. Und das ist quasi ein Geschäftsmodell, das ich dabei habe. Und da bin ich dann draufgekommen, nachdem ich das mehreren Leuten gesagt habe, sind die draufgekommen, hey, wir haben verschiedene Zwecke, wo wir jetzt quasi was ganz was Spezielles bräuchten, um einfach Prozesse zu optimieren. Und sehr viele von diesen Sachen haben einfach zu tun mit Workflow. Und Maker sind sehr, sehr gut im Workflow optimieren, weil sie immer wieder neue Projekte haben und immer wieder ist was anderes und es verändert sich ständig was. Und so haben Maker schon als ihr Konzept auserkoren, dass sie spezielle Seminare und Workshops machen für Firmen, um sich auf neue Arbeitsverhältnisse anzupassen, nämlich um ständig wechselnde Teams, ständig wechselnde Aufgaben und neue Technologien, die sie verwenden, besser, schneller umzusetzen. So machen zum Beispiel Maker Arduino-Workshops in Firmen, die früher halt alles nur einfach from scratch programmiert haben. Einfach nur, um zu zeigen, das ist der Workflow, mit dem man ganz, ganz schnell einen Proof of Concept machen kann, ohne seine Zeit zu verschwenden. Und man muss den Leuten das wirklich zeigen, wie das geht, weil die Leute einfach nur, das ist irgendein Spielzeug, das ist nicht echt. Und die zeigen aber, dass sie quasi Prozesse so optimieren, dass man dabei wirklich Geld und Zeit spart. Und das ist dann zum Beispiel ein Maker Pro, der nur davon lebt, bei Firmen Prozesse durch einfache Mittel zu optimieren, ohne dass er jemals auf YouTube zu sehen war und ohne dass er jemals eine Firma dafür gegründet hat, außer dass er es halt als freier Beruf das Ganze ausführt. Das ist in Deutschland ein bisschen anders geregelt als bei uns, aber im Grunde freier Beruf, ich brauche keinen Gewerbeschein dafür. Und da haben die Menschen einfach verschiedenste Methoden gefunden. Und das nächste ist, es ist nicht, also Praxisbeispiel, bei mir sind es viele verschiedene Sachen. Weil man wird mit einer kleinen Sache, vor allem wenn es ein sehr spezieller Bereich ist, nicht unbedingt sehr viel Geld verdienen. Und man braucht einfach ein regelmäßiges Einkommen, dass man davon leben kann, ist klar. Und wenn man Kinder hat oder sowas, wird es immer besser. Ne? Von dem her ist es immer gescheit, mehrere Standbeine zu haben und diese Sachen zu kombinieren. Und was dabei halt besonders aufgefallen ist, dass sich als Maker Pro viele Sachen kombinieren lassen in Formen wie sonst bei niemandem. Und die Sache ist, wenn jetzt jemand von euch die Intention hat, sich als Maker selbstständig zu machen oder einfach nur professionell zu werden und Geld damit zu verdienen, gibt es eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Gibt es in meinem Umfeld jemanden, der ein Problem hat, das sich durch was lösen lässt, was ich als Maker tue? Oder kenne ich jemanden, der einen Baustein dazu liefert? Und kann ich die beiden zusammenbringen oder kann ich mehrere Sachen, die ich kenne, kombinieren, um eine Lösung für denjenigen zu finden? Zum Beispiel viele Leute müssen in Foren und so weiter ganz, ganz viel erklären und immer wieder kommen dieselben dummen Fragen und man muss immer und immer wieder schreiben. Was machen die Leute? Sie gründen einen YouTube-Kanal und machen Tutorials eins nach dem anderen, wo genau diese Fragen immer wieder erklärt werden. Und dann habe ich es einmal gemacht, jeder kann sich das Video anschauen und das ist im Grunde ein Lexikon. So kommt man drauf, dass man einen wissensvermittelten YouTube-Kanal macht. Und das kann irgendwann auch ein Geschäftsmodell werden. Und ähnlich, wenn ich eine Problemstellung habe und ich finde raus, dass ich zwei Sachen, die vielleicht weit voneinander entfernt sind, kombinieren kann, kriege ich ein völlig neues Konzept. Und gerade als Maker Pro stehen uns im Grunde alle Wege offen, um neue Sachen zu finden, die noch nie jemand gemacht hat. Und das mit sehr, sehr geringem Risiko. Das Einzige, was wir machen müssen, ist probieren, reinhängen und nicht aufgeben. Ich habe jetzt sicher 4,5 Jahre gebraucht, bis ich meinen ersten Groschen mit Maker sein verdient habe. Und vorher habe ich wirklich alles, was ich verdient habe, nur in Projekte reingesteckt. Ja, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Falls jemand Fragen hat, bitte gerne. Ja. Warte. Wie haben Sie das abgerechnet, wenn Sie vermitteln zwischen Industrie und Maker? Weil Sie gesagt haben, da haben Sie vermittelt und dann sind Kooperationen entstanden. Ja, das funktioniert im Grunde relativ einfach. Ich habe, um quasi legal arbeiten zu können, angefangen hat es damit, dass ich für Konrads Videos gemacht habe und habe dafür eine Werbeagentur gegründet, die eben Werbeagentur ist ein Gewerbe, das sehr viel abdeckt, was ich machen kann. Unter anderem auch Vermittlung von Kooperationen. Und wenn quasi ich maßgeblich daran beteiligt war, dass was zustande gekommen ist und funktioniert, dann hat man das vorher besprochen mit dem, was ist die Leistung, die ich reinbringe, ähnlich wie ein Consulting-Vertrag oder wie ein Werkvertrag. Und dementsprechend ist eine Summe vereinbart worden, für die ist auch ganz normale Rechnung geschrieben worden. Profession, über Profession? In dem Fall, bei mir war es immer ein Werkvertrag, weil ich immer tatsächlich was zum Projekt beigetragen habe. Aber es kann auch sein, dass der eine oder andere das als Provision macht. Wobei das. Also das heißt, dann sind Sie an dem Verkauf beteiligt sozusagen? Nein, es ist nicht direkt ein Verkauf, sondern es geht mehr darum, dass ein
quasi ein langfristiges Projekt, hat viele, viele Teile, die notwendig sind, damit das Projekt verwirklicht werden kann. Und ich habe einen diesen Teil davon geliefert, unter anderem, dass ich eben die richtigen Leute dazu bekomme. Genau, und eben auch eine Beratung geben hat, welche Technologien einzusetzen sind. Also im Grunde wie Expertise dazu geben. Und das ist Teil eines Gewerks und damit folgt dann Werkvertrag. Da haben Sie eine Expertise angefertigt. Quasi. Okay. Ja, aber es ist halt wirklich ein Teil von dem Projekt gewesen. Jawohl. Ja, die wenigsten werden Provision zahlen würden dafür, dass ich den kenne, weil ich die Telefonnummer gehabt hätte, den ich auch gleich anrufen können. Darum Provision wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, danke. Keine Fragen mehr, oder? Hast du dir schon über so Blockchain-Vermarktung, dass du deine Projekte auch über die Blockchain vermarkten kannst? Ich habe meine Videos, die nur mir gehören, sind alle auf BitTube gehostet in einer Blockchain. Und ich bin auch einer der ersten Library-Typen gewesen und habe 598 Library-Coins verloren durch korrumpierte Festplatten. Von dem her, ja, und jetzt ist der Kurs eh runtergegangen, von dem her ist mir eh wurscht. Und ich habe ein weiteres Blockchain-Projekt, das ich am 1. April habe ich einen Termin beim Krypto-Institut von der Universität Wien und da habe ich einen Kontakt zu deren Leiter und dann werde ich den auch noch vorstellen. Da geht es aber nicht um quasi um Kryptowährung, sondern bei mir geht es um Datensicherheit, also um andere Anwendungen von Blockchain.